viele Wolken über unsere Welt. Es gibt große, kleine, dicke, dünne, helle, dunkle und auch pinke. Sogar eine, die noch niemand kennt. So wie sie ist sonst keine, denn es gibt nur die eine. Trilius, Traumwolke. Sie fliegt gern zu einem kleinen Haus. Ja, das sieht von außen ganz besonders aus. Und dann haben sich zwei gefunden. Sie ziehen gemeinsam ihre Runden. Durch Nacht und Traum, bis der Morgen graut. So wie sie ist sonst keine, denn es gibt nur die eine. Luna und die Traumliederwolke. Trilius. Luna und die Traumliederwolke. Es war einmal in einem fernen Land. Nee. Wie fange ich diese Geschichte am besten an? Oh, hallo. Du hörst mir ja schon zu. Oh. Ja, ich möchte dir von Luna erzählen. Luna ist schon 6 Jahre alt und lebt mit ihren Eltern und den beiden großen Brüdern Leo und Nico in einem kleinen Haus in der Einhornstraße 4. In dieser Straße gibt es nur 4 Häuser und jedes Haus sieht irgendwie anders aus. Eines ähnelt zum Beispiel der Villa Kunterbunt. Sagt dir Pippi Langstrumpf was? So in der Art kannst du es dir vorstellen. Direkt daneben ragt ein langer Leuchtturm in die Höhe, mit einem tellerförmigen Dach. Man könnte meinen, ein unbekanntes fliegendes Objekt, oder kurz gesagt UFO, hat dort seinen Landeplatz. Das dritte Haus wirkt irgendwie etwas traurig. Es ist einfach nur quadratisch und grau. Luna und ihre Familie wohnen im letzten Haus. Dies hat verspielte Rundungen, die einer kleinen, flauschigen Wolke ähneln. Lunas Papa ist zufälligerweise der Architekt dieser Häuser und nennt sie Papas Baukunst. Leider ist er oft auf Geschäftsreise, da er auch Wolkenkratzer für alle möglichen Firmen baut. Auch Lunas Mama ist sehr beschäftigt. Sie ist Buchautorin und erfindet immer die tollsten Geschichten. Dafür braucht sie natürlich viel Ruhe und Zeit, was manchmal gar nicht so leicht ist, wenn es im Haus mal wieder turbulent zugeht. Denn obwohl die beiden großen Brüder zwar echt cool sind, sind sie ganz schön wild. Und am liebsten ärgern sie ihre kleine Schwester. Luna hat zum Glück gerade erst eine neue beste Freundin gefunden. Charlie ist mit ihrer Mama in die Einhornstraße 3 gezogen. Und die beiden haben sich auf Anhieb verstanden. Dieses Wochenende planen sie sogar eine Übernachtungsparty bei Luna. Doch dann kommt alles anders. Hallo? Hallo, hier spricht Liliane Wanka von nebenan. Ah. Charlies Mama. Ja. Charlie ist leider krank geworden und kann heute nicht kommen. Oh nein, ach wie schade. Richtet Charlie bitte gute Besserung von uns aus, ja? Sie soll ganz schnell wieder gesund werden. Oh, Luna wird sicher sehr traurig sein. Aber wir holen den Übernachtungsbesuch einfach nach, ja? Auf jeden Fall. Sie hatte sich ja auch schon so gefreut. Wirklich Pech. Wir melden uns, sobald sie wieder gesund ist. Perfekt. Bis dann. Wiederhören. Wiederhören? Na klar, wenn man telefoniert, hört man sich ja nur. Obwohl wir uns heutzutage mit Smartphones auch sehen können. Aber hier haben sich die Mamas über ein einfaches Festnetztelefon unterhalten. Habt ihr eigentlich auch noch so ein Festnetztelefon? Oh, entschuldigt, zurück zur Geschichte.
Luna spielt gerade in ihrem Zimmer mit Bär. So heißt ihr Teddybär. Da klopft ihre Mama an die Zimmertür. Du Mäuschen, Charlies Mama hat gerade angerufen. Charlie ist leider krank geworden und kann heute nicht bei dir übernachten. Aber wir holen das Ganze... Was? Oh nein, ich will aber, dass sie kommt. Ich habe mich doch so gefreut, das ist gemein. Ja, Spätzchen, ich weiß ja. Wir verschieben die Übernachtung ja nur. Sobald es ihr wieder besser geht, holen wir sie nach. Versprochen. Na gut. Hoffentlich ist sie morgen wieder gesund. Luna sieht traurig aus ihrem Zimmerfenster. Während ihre beiden Brüder, Nico und Leo, auf dem Flur miteinander rangeln. Da stürmt Leo plötzlich rein und schnappt sich Bär. Hier, Nico, fang! Oh, ist das dein Kuscheltier, Luna? Na los, schnapp's dir doch. Und wieder zu mir rüber. Hier rüber. Nach links. Ja. Und zurück. Nico, los, Leo, komm. Ja, Mann, und renn wieder nach rechts. Sofort auf. Lass Bär in Ruhe. Mama! Schweinchen in der Mitte ist Leo und Nikos Lieblingsspiel. Natürlich nur mit Lunas Spielzeug, was Luna gar nicht witzig findet. Nico, Leo, hört sofort auf damit. Was habe ich euch vorhin gesagt? Ab ins Bad und Zähne putzen. Du natürlich auch, Luna. Ihr habt 5 Minuten. Oh, was jetzt schon? Och nö. Nicht Zähne putzen. Muss das sein? Ich will noch nicht ins Bett. Kinder, hört auf eure Mutter. Nörgelnd ergeben sich die 3 Kinder und begeben sich ins Badezimmer. Denn wenn Papa sich einmischt, gibt es keine Gnade. Ihre Zahnbürsten und Spülbecher stehen schon putzbereit auf dem Waschbecken. Ihr wisst doch, Zähneputzen ist so wichtig. Sonst fressen Karius und Baktus eure Zähne auf. Mann, Papa, das kannst du gerne Leo und Luna erzählen. Aber ich bin dafür doch wirklich schon zu alt. Hey, Moment mal, ich doch auch. Also für Karius und Baktus ist man leider nie zu alt. Das meint zumindest mein Zahnarzt immer, wenn ich dort bin. Na, vielleicht habe ich einfach nur Pech. Aber ich denke schon, dass man durch gründliches Putzen doch einiges bewirken kann. Du, Papa, kannst du mir zeigen, wie man wirklich richtig putzt? Aber klar, mein Spatz. Gib mir mal die Zahnbürste. So, ich mache dir die Bewegungen langsam vor. Oh, ich glaube, da ist was. Was? Ey, lass mich mal durch. Aua, das ist mein Zahn. Such dir ein eigenes Plätzchen. Das würde ich ja, aber du machst dich immer so breit. Was? Das ist überhaupt nicht wahr. Hast du das auch gehört? Oh je. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Zähne putzen, dafür musst du nur deine Zahnbürste benutzen. Und etwas Zahnpasta zum Zähne putzen. Karius und Baktus geben Gas, denen macht das keinen Spaß. Zähne putzen, dafür musst du nur deine Zahnbürste benutzen. Und etwas Zahnpasta zum Zähne putzen. Karius und Baktus geben Gas, denen macht das keinen Spaß. Oh nein! Deine Zähne bleiben gesund und schön, ja. Deine Zähne bleiben gesund und weiß. Deine Zähne bleiben gesund und schön, nur durch Zähneputzen, du wirst sehen. Zähneputzen, dafür musst du nur deine Zahnbürste benutzen. Und etwas Zahnpasta zum Zähneputzen. Karius und Baktus geben Gas, denen macht das keinen Spaß. Zähneputzen, dafür musst du nur deine Zahnbürste benutzen. Und etwas Zahnpasta zum Zähneputzen. Karius und Baktus geben Gas, denen macht das keinen Spaß. Hey, lass da kommt das. Die Zahnbürste, schnell Kaktus. Baktus! Manu, schon wieder. Die Borsten kommen in der Nähe. Ah! Lauf! Wie gemein. Dabei ist es in den Zähnen doch so gemütlich. Ah! 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 Puh, Karius und Baktus wären wir los. Eigentlich sind sie ja ganz lustige Gesellen, wenn sie nicht immer diese fiesen Löcher in die Zähne fressen würden. Obwohl die Gefahr gebannt ist, hat sich Lunas Stimmung trotzdem nicht verbessert. Der Abend ist so ganz anders verlaufen wie geplant.
Und jetzt soll sie auch schon ins Bett gehen. Nun aber ab ins Bett mit euch, meine Süßen. Ach nee. Ich bin aber noch gar nicht müde. Papa, noch ein paar Minütchen. Es ist doch noch so früh. Keine Diskussion. Enttäuscht gehen die Kinder in ihre Zimmer. Luna setzt sich neben Bea auf ihr Bett und starrt durch die Kinderzimmertür auf eine große Uhr mit Ziffernblatt, die direkt vor ihrer Tür im Flur hängt. Ich werde bestimmt nicht einschlafen können. Das Ticken der Uhr wird immer lauter und lauter und lauter und lauter und lauter. Schlafen. Ich kann nicht schlafen.